So, guck mal, was da Schönes los ist. Ich hab das echt lesen müssen gestern, es war voll schlimm. Ja, wer will, dass Frauen ihre Kinder zu Hause versorgen und ihre Ehemänner gleich noch dazu. Und noch mehr, die würden das Recht auf Abtreibung verweigern und Frauen wieder zu Gewerbemaschinen missbrauchen. Schämt euch, ja, ich bin wieder da. Also ich habe das jetzt geklärt, weil ich drinnen keine Verbindung kriege. Ich kann drinnen nicht streamen. Habe ich jetzt mit dem Kameramann von der AfD ausgemacht, dass ich die Bildaufnahmen bekomme von drinnen. Das tut mir dann leid und ich darf mich jetzt erstmal 2 Stunden hier draußen für euch in die Kälte stellen. Ist das nicht schön? Damit ihr was zu sehen habt. Ihr hört alles, ihr kriegt alles mit. Hast du wirklich Angst vom Gender? Hast du wirklich Angst vor einer fliegenden Person, nur weil du sie einfach nicht verstehst? Und warum musst du deine Familie so endständig reinhängen und begrenzen? Wir widersetzen uns! Ja, es ist Wahnsinn, es ist absoluter Wahnsinn, wie undemokratisch das eigentlich ist. Auch was für ein. Nicht, also Müll ist ja über alles Überzeugungssache so, ne? Aber ja, daran sieht man halt, dass die überhaupt nicht das Programm gelesen haben. Null, gar nicht. Aber wir gehen nochmal auf die Seitenansicht. Da war der nette Polizist, der mich eben wegjagen wollte. Na, guck, da hinten ist auch alles voll mit Polizei. Hier ist Krankenwagen. Jetzt bin ich eigentlich fast auf die gelegt. Aber gerne, immer gerne ran. Für Leute, die reden wollen, bin ich immer gerne zu haben. Ja, cool, dann komm bitte. Also gerne sogar. Weil ich sag mal, ich verstehe euch ja auch an irgendeiner Form so, ist ja gar keine Frage. Aber ja, manche Sachen, die vorgeworfen werden, sie stimmen halt einfach nicht, ne? Für Vielfalt statt braunem Einheitsbrei. Die zwei hier rechts am Rand mit den gelben Klamotten, die ihr da seht, die sind vom WDR, die dürfen nicht rein. Wir widersetzen uns gegen den Nationalismus und den Faschismus der AfD. Wollen wir denn? Bist schon, wo bist du, Jung? Muss ich erst durchboxen bis vorne? Wir widersetzen uns. Ja, geht, Gisela. So viel ist es jetzt auch nicht. Also, aber das Wetter, ich denke mal, wenn jetzt strahlender Sonnenschein wäre, da würden hier doppelt so viele Leute stehen. Also, die haben auf jeden Fall meinen dicksten Respekt, dass sie sich in so einem Wetter so eine Veranstaltung antun, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, was man von denen hält, meinen dicksten Respekt. Ich suche aber noch die Jungs, die angeblich auf irgendwelchen Vordächern rumhängen und Sachen werfen. Aber ich glaube, da gibt es Ärger. Ich gehe da mal hin. Der Pulk ist, stehen die quasi so Mann an Mann, Frau an Frau. Das ist schon echt krass. Und die sind auch echt zügig dabei. Sobald irgendwo Ärger auftaucht, so ein bisschen Rangelei, sind die sofort dazwischen. Ich würde sagen, hier die wir uns gerade angucken, da war gerade eben auch schon ein bisschen Rangelei. Ich würde sagen, die sind auf jeden Fall auf Stress aus. Ja, Manuela, das stimmt. Das stimmt. Das ist korrekt. Dann gehen wir mal hier hinten rüber. Ah, da ist aber nichts mehr. Da sieht man nur noch die Polizisten und alles. Boah, es regnet. Also ich will jetzt nicht sagen wie aus Eimern, aber schon ordentlich. Da tue ich alles für euch. Ich? Ich bin vertrauenswürdig. Oh, so langsam gehen die Stimmen weg, hör da. Das ist nicht mehr viel mit gegen den Faschismus. Ja.
Ja, also ich muss sagen, ich war ja schon auf mehreren Bürgerdialogen. Und hier muss ich jetzt sagen, so sind die echt am korrektesten bis jetzt gewesen. Ne? Anfang einer, an den ich mich mehr oder minder orientiert habe, wo ich gesagt habe, so, ja, geile Sachen, die der macht. Ich habe dem ja auch mal eine Kooperation oder eine Anfrage geschickt, aber da habe ich leider nie eine Antwort drauf bekommen. Aber es werden immer weniger. Da ziehen sie sich hier schon zusammen, da schon zusammen. Ich gehe mal andersrum, weil da hinten an den Polizisten kann ich nicht so vorbei. Alter Schwede. Ey, die fahren Discovery, die Polizei. Respekt. Aber sowas von Respekt. Soll noch mal einer sagen, denen geht es schlecht. Für mich geht es aber mit Fragen gleich an. Darf ich jetzt nicht kommentieren. Wir hätten FacharbeiterInnen gegen die MindestlohnverdienerInnen. Wir hätten MindestlohnverdienerInnen gegen Arbeitslose. Und Arbeitslose gegen Flüchtlinge. Sie behaupten, wenn es ihnen schlechter geht, dann geht es dir besser. Doch das ist falsch. Die AfD benutzt ganz bewusst die Zukunftsängste der jungen Generation aus. Sie verspricht einfache Lösung. Sie hat immer eine schuldige Person parat. Und sie verbreitet Fake News, wo sie nur kann. Wenn die AfD an Lösungen interessiert wäre, würden wir heute nicht stehen. Ich krieg gerade hier voll die Mittelfinger gezeigt. Egal. Ich geh da mal hin, ich geh mal runter. Aber die AfD hat kein Interesse an einem Dialog. No risk, no fun, wa? Und wir Gewerkschaften sind seit jeher Antifaschisten. Hey Michael, altes Haus. Michael, guck mal, da ein paar Leute ins Stream kommen. Das ist echt interessant hier. Ich hab gerade, da sind auch welche von Die Linke. Seht ihr, die mit der gelben Weste da, das ist Die Linke. Hinten groß Die Linke draufstehen. Rassismus und Ausgrenzung sind Gift für unsere Gesellschaft. Sie zerstören das Fundament von Freiheit, Würde und Gleichheit, auf dem unsere Zusammenleben aufbaut. Und sie bedrohen unsere Demokratie. Die AfD ist nicht nur einfach eine Partei. Sie ist ein Sammelbecken von Hass, ein Sammelbecken von Brandbeschleunigern, der die Flamme des Rassismus schürt, unsere Gesellschaft zu spalten. Sie greift die Schwächsten an, sie attackiert demokratische Institutionen und sie versucht, ihre menschenfeindliche Ideologie salonfähig zu machen. Doch wir kennen die Konsequenzen. Wir haben gesehen, wo ihre Hetze führen kann. Hanau, Halle, Solingen, Neuen, Rostock-Lichterhagen, diese Orte sind Mahnmale einer Politik der Hetze, des Hasses, die Menschenleben kostete. Und wir sagen nie wieder. Doch die AfD ist nicht unser einziges Problem. Auch andere Parteien und Strukturen tragen zu zerfernlichen Entwicklungen bei. Restriktive Gesetze, das Wegschauen gegenüber extremistischen Netzwerken wie den Grauen Wölfen und das Schweigen angesichts von Unterdrückung, all das zeigt, der Kampf. Habt ihr gehört? Ja, alle sind böse, nur die Linken nicht. Muss an allen Fronten geführt werden. Im Kurdischen gibt es ein Sprichwort. Widerstand heißt Leben. Lass uns nach hier riecht's nach Bubarts. Lass uns kämpfen für eine gerechte, freie und solidarische Gesellschaft. Gemeinsam entschlossen für die Zukunft aller Menschen in diesem Land. Hoch die internationale Solidarität, der Solidarität von Aachen bis nach Rojava. Jetzt hören wir auch noch eine Rede von Philipp, der ist Musiker und setzt sich aus der Jahren als Aktivist gegen Behinderte durch.
zu fragen. Aber ich darf nicht an den Zaun ran. Die lassen mich nicht an den Zaun. Jetzt in diesem Moment etwas, das die Bürgerdialog nennt. Aber dieser Partei gibt es natürlich nicht einen Dialog. Eine Partei, die eine Integrationsbeauftragte, die ihr unliebsamen Meinungen vertritt, ich zitiere Alexander Gauland, in Anatolien entsorgen möchte, geht es nicht. Nee, dann habe ich direkt die Polizei neben mir. Nicht? Guck, die wollen nicht gefilmt werden. Es geht aber auch nicht um Bürger. Im Gegenteil. Es geht ihr um das Herstellen einer homogenen Volksgemeinschaft im übelsten völkisch-nationalistischen... Ich werde gerade angemacht. Das ist schon echt klar zu diesem Wort. Guck mal. Vielen widerlichen rassistischen Äußerungen aus der AfD. Ich möchte aber heute Abend auch noch eure Aufmerksamkeit aus einer Betroffenheit... Er ist etwas aggressiv, der Kollege hier vor uns. Mein Gott, pisst euch nicht in die Hose, ihr seid doch alle vermummt! Wir kennen ihn alle, hat in einem Sommerinterview 2023 davon gesprochen, die Inklusion müsse als Ideologieprojekt abgeschafft gehören. Wenn Höcke so etwas sagt... Ja, nee, aber die regen sich halt die ganze Zeit auf, aber die sind ja alle vermummt. Was wollen die denn? Die erkennt doch keiner. Ihr könnt ja wenigstens mal Gesicht zeigen, so wie ich. Ja, aber das kriegen die halt nicht auf die Kette, mal Gesicht zu zeigen. Das ist halt irgendwie, die stehen für irgendwas ein, aber wollen nicht Gesicht zeigen. Das ist halt schon doch echt sehr schräg. Ne, weil wenn ich für irgendwas einstehe, so wie für, ne, dann habe ich ja auch kein Problem damit, mein Gesicht zu zeigen. Also, deswegen weiß ich nicht. Ne? Ja gut, ja, das ist ja immer so, dass die, aber das ist ja immer das Gleiche. Das Vermummungsverbot, das ist ja hier irgendwie, ne, nicht so richtig gegeben. Also ich habe noch keine Antifa-Demo gesehen, wo sie nicht mindestens die Hälfte vermummt gewesen ist. Bei der Polizei ist das ja klar, sag ich mal. Da habe ich auch, ne, das steht ja außer Frage, dass die sich nicht überall zeigen müssen. Probleme mit Heterogenität werden. Sie wünschen sich im Gegenteil eine homogene Gesellschaft. Was die AfD... Ich muss lauter brüllen, ich höre dich nicht! ...ist kein fachlich interessanter Beitrag in einer Lehramtsvorlesung. Es offenbart... Siehst du, weil, das ist nämlich der grobe Unterschied. Ich stehe hier unvermummt und die sind alle vermummt. Es wird deutlich, wenn ich euch eine Stelle auf den sogenannten staatspolitischen Handbuch zitiere. Das kommt vom Verfassungsschutzbeobachteten Institut für Staats. Nein! Das hat einen großen Einfluss, ist ein Vordenker der AfD. Dort heißt es folgendermaßen, ich zitiere: Homogenität wird in erster Linie. Ich filme keine Polizeibeamten, ich filme euch! Und diszipliniert oder ausschließt. Ich verstehe dich nicht, du schreist zu leise! Ich würde ich mir nie anmaßen, nein, Berichterstatter. Aussondert oder eliminiert. Hast du Aggressionsprobleme? Also die werden definitiv keine 50, wenn die so weitermachen, haben die vorher einen Herzinfarkt. Was denn? Dann ebnen wir einen Weg in eine Lebensrealität. Ich höre dich echt nicht. Der Menschen mit Behinderung-Community und anderer Minderheiten. Langsam wird es interessant. Ist ja nicht viel los hier. Wir sind Aachen, Nazis sind es nicht. Geht doch darüber, dann werdet ihr nicht gefahren. Ja, ich habe immer mal Verbindungsprobleme, tut mir leid. So, wir ziehen jetzt aber mal weiter, bevor die da sich so richtig aufregen. Oh, oh, die standen schon, die stehen schon mit 6 Mann, 7 Mann hinter mir, damit sie eingreifen können. Ja, kommen sie. Ich muss jetzt ein Gespräch mit der Polizei führen. Genau, mir ist auch ziemlich kalt, deswegen habe ich einen kurzen Orga-Hinweis für euch. Sehr warm, Matthias. Die Kollegen, die haben nach mir gefragt. Ja. Und falls Leute wirklich sehr akut zu kalt sind und nicht hierbleiben können, könnt ihr rüber in die Memphis gehen in der Benatenstraße. Da könnt ihr euch aufwärmen. Ein Applaus für die Awareness Crew, die sich hier so toll. Was kann ich für euch tun? Sie haben einen Livestream, ist das richtig? Unter anderem, ja. Ja, genau.
Sie haben auf dem Livestream auch Porträtaufnahmen von den Versammlungsteilnehmern drauf. Das hat man zumindest im Führungsstab, guckt man den und hat gesagt, das wäre so. Und das geht natürlich nicht. Also, was denn? Dass Sie einzelne Gesichter quasi dafür Porträts, Sie können nur Übersichtsaufnahmen machen. Hab ich doch. Nee. Ich habe doch immer rumgeschwenkt. Ich sag's dir, da gibt's Leute, die gucken das, die sagen, sie hätten auch Porträtaufnahmen gemacht. Und das ist auch wichtig, dass das Persönlichkeitsrecht verletzt. Das ist doch eine öffentliche Veranstaltung. Deswegen können Sie auch Übersichtsaufnahmen auf jeden Fall natürlich machen, wenn Sie haben, aber Sie können keine Einzelpersonen machen. Also das habe ich ja nicht. Also jetzt wirklich nicht. Da war ja immer, ich bin ja immer, sage ich jetzt mal, 10 Meter von der Gruppe weg und film dann rein. Das sind ja keine Einzelaufnahmen dann. Na gut, ich hab die Info bekommen. Ja, braucht ihr meine Personalien jetzt? Ich brauche jetzt erstmal Ihre Personalien nicht. Ich okay. muss Sie aber dazu jetzt auffordern, das zu unterlassen. Ja? Und wir gucken gleich, wenn wir das auch weiter. Ne? Ja, klar. Wenn das jetzt dazu kommt, dass das nochmal da ist, dann müssen wir uns überlegen, was wir machen. Ob wir Ihnen dann vielleicht auch untersagen, weiterzutreten. Ne? Ob wir da Maßnahmen treffen. Okay. Verstehen Sie das? Also, Sie sind jetzt verwarnt worden, bitte warten Sie es nicht, ist wichtig. Das sind natürlich auch Leute, die hier vielleicht nicht irgendwo im Internet auftauchen möchten. Ne? Die Übersichtsaufnahme ist... Ja gut, dann sollten Sie sich vielleicht von solchen Veranstaltungen fernhalten. So kann man die Versammlungsfreiheit nicht einschränken natürlich. Ne? Man darf auch ruhig versammeln kommen. Aber das heißt im Grunde genommen, von hier oben darf ich reinfilmen. Ja, können Sie machen. Ich weiß nicht, wie stark die zoomen, aber so eine Übersichtsaufnahme ist voll in Ordnung, klar. Ja. Aber Sie können nicht, Sie können auch zum Beispiel nicht jemanden filmen und dann einzeln ansprechen. So Situationen gehen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, ich sag's, weil die wollen zwar die ganze Zeit... Natürlich, ich halte mich da auch komplett. Ne? Also ich will gar keinen Ärger haben. Ich bin eigentlich nur ein Berichterstatter. Ne? Will nur Bericht erstatten. Ja, und das ist es. Ne, wertungsfrei. Ich habe auch schon mehrfach gesagt, dass ich das verstehe, was die machen und dass ich da auch vollsten Respekt für habe. Ja, so, ne? Habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt. Genauso wie für euch, dass ihr hier im Regen rumlaufen müsst und im Schnee. Ne, ich will es einfach nur festhalten. Alles gut, dann sind wir eins. Dann machen Sie Überaufnahmen und alles ist in Ordnung, ja? Ja, wenn was sein sollte, bitte ne, kurz Bescheid geben. Ne, wenn irgendwas nicht passt, einfach Bescheid sagen. Dann ändern wir das. Die Verantwortung liegt aber jetzt bei Ihnen, das muss ich schon ganz klar sagen. Ne? Also ich komme nicht nochmal und sage nochmal, das war wieder nicht in Ordnung. Wenn das nicht in Ordnung ist, dann werden wir vielleicht schon auch unterbinden, dass Sie dann weiterfilmen. Ja? Gut, ja? Muss ich damit leben. Alles klar. Merci, danke schön. Ja, gerne. Ich habe jetzt gerade in Anführungszeichen eine Verwarnung bekommen, weil ich angeblich Leute direkt gefilmt habe, also Einzelfilme. Aber das ist ja jetzt so nicht ganz richtig. Ne? Wie gesagt, Einzelfilm heißt ja einen komplett draufnehmen. Und ich habe ja nie einen komplett einzeln drauf gehabt. Es waren ja immer eine ganze Gruppe. Also ich habe ja immer einen Abstand von ein paar Metern gehabt. Und dementsprechend ist da ja nie einer einzeln drauf gewesen. Nee, genau, sehe ich ähnlich. Aber wir werden auf jeden Fall anscheinend von der Polizei geguckt oder von den Demonstranten oder wie auch immer, weil das war gerade eine Ansprache quasi direkt aus dem Livestream. Ach, ich habe übrigens gestern die E-Mail von dem Klamottenshop gekriegt. Die Sachen sind unterwegs, könnt ihr euch bald mal angucken. Von der AfD da drin. Und ich bin so froh, dass immer noch so viele sind zu dieser Uhrzeit und bei diesem Wetter immer noch mehr als die. Und wir draußen, ja, wir haben bessere Musik und deswegen... Oh, ich glaube, ich kriege jetzt noch eine Ansprache. Dankeschön. Ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit angeguckt. Ein Riesenapplaus dafür! Nein, gehen vorbei, alles klar. Yes, danke dir. Und ich sehe auch hier ganz, ganz viele Studis rumlaufen. Wir sind in Aachen, eine krasse studentische Stadt. Wir haben einen riesigen Campus. Und dementsprechend gibt es natürlich auch am Campus wahrscheinlich Möglichkeiten, sich gegen rechts einzusetzen, oder? Na klar, Jürgen. Und das sind Emma und Sarah von Studis gegen rechts. Von der Gruppe haben wir am Anfang schon was gehört. Habt nochmal einen riesen Applaus! Ja. Was meint ihr denn? Einen Moment. Ja, erstmal sollen wir uns im Namen von Süßling natürlich bedanken, dass wir hier heute stehen dürfen. So, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz rein. Das kann sein, dass dann kurz die Verbindung abbricht. Ich muss auch mal ganz schnell einen Schluck trinken, Leute. Oh, jetzt sind wir schon wieder direkt am Anbrüllen. Da sind sie jetzt auch die Polizei am Anmachen. Wir sind die Generation, die Faschisten stoppen kann. Guck. Sonst ist es irgendwann zu spät. Zwei Möglichkeiten habt ihr jetzt gehört. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten, wie ihr euch aktiv einbringen könnt. Wichtig ist nur das ganz gut. Wir waren auch schon ganz, ganz viele andere Organisationen unterwegs. Oh, da ist irgendwas passiert.
Die Studis gehen gerecht. Ganz, ganz viele verschiedenste Gruppen. Viele davon sind jetzt leider schon abgereist. Die, die noch da sind, schreibt sie auch gerne an, wenn ihr aktiv werden wollt. Macht es aber auf jeden Fall, weil nur dann können wir tatsächlich was tun. Da hinten ist schon leer, da ist schon nichts mehr. Nutzt das, um selber aktiv zu werden. Es ist wirklich scheißegal, ob das jetzt eure erste, hundertste, tausendste oder was weiß ich, wie vielte Demo ist. Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden. Genau. Und ansonsten, ihr seid ein paar Leckere. Gehen wir noch mal runter, wa? Gehen wir uns noch mal ein bisschen Ärger einhandeln. Ja, ich hätte gerne auch drinnen gestreamt, so, aber ich kriege einfach keine Verbindung. Ich bekomme keine Verbindung rein. Ich kann nichts streamen von drin. Das ist mega nervig. Sonst wäre ich gar nicht hier draußen, sonst wäre ich drin. Aber das hat sich auch mal gelohnt. Ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert gewesen. Also die ich da nicht mehr unbedingt bei solchen Temperaturen haben muss und bei so einem Regen, aber naja. Ja klar, Manuela, ich stehe hier auch draußen. Die armen Polizisten stehen auch hier draußen. Lass mal den Hagel da, wo er ist. Ich hab dich auch nicht lieb. So interessant bist du nicht. Kein Hund mit dir. Weiß deine Mama, dass du hier bist? Ja, auch noch richtig respektlos, ne? Ich würde sagen, ich im Vergleich zu euch habe im Leben schon was erreicht, ihr Vögel! Hast du Bock auf Bauernkucker? Wir können gerne ein Interview machen! Hört ihr das? Hört ihr das? Das ist Wahnsinn. Da seht ihr mal wirklich ohne Scheiß, wie krass die drauf sind, wirklich. Das ist nicht unsere Zukunft, so sehe ich das. Ich glaube, jetzt krieg ich wieder einen auf dem Sender. Krieg ich wieder einen auf dem Sender? In Ihre Richtung. In meine Richtung? Ja, haben Sie eine Beleidigung wahrgenommen? Ach, gehört? Alles gut. Ja, deswegen, ich frage gerade, ob Sie sich... Nee, ich bin da total schmerzfrei. Okay. Also... Sie fühlen sich durch nichts beleidigt? Nein. Okay. Alles gut. Merci, danke schön. Nicht zu danken. Habt ihr gehört, ich hätte so eine Anzeige erstatten können, wegen einer Beleidigung. Ja, ich sag ja, also so habe ich das noch nie erlebt. Also in Düsseldorf nicht, in Overath nicht. Also da kannst du wirklich, Leute, ohne Scheiß, du kannst hier über die Polizei keinen falschen Ton sagen. Absolut nicht. Ne, auch gerade eben die Connector, die für den Speech zuständig sind, die sind auch super freundlich auf mich zugekommen. Aber das ist ja auch immer, denke ich mal, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Ne? Ah, schon krass, habe ich auch noch nicht erlebt. Fühlen Sie sich beleidigt? Also jetzt bin ich echt beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, die machen aber jetzt hier auch Feierabend. Also das Einzige, was wir jetzt noch filmen, sind die armen Polizisten. Ja, ich würde denen, also wenn es wieder möglich wäre, würde ich denen schon einen Tee geben bei dem Wetter. Aber es ist auch wirklich, ihr seht das ja jetzt hier, ne, das ist nur noch der harte Kern. Ich glaube, die Jungs da, die wollen unbedingt zu mir. Ich gehe mal runter. Ja, wie die auf das Dach gekommen sind, das frage ich mich auch. Das ist ja Wahnsinn. So, warten Sie, aber jetzt muss ich die Kamera drehen,
weil ich darf die nicht, sonst haben wir nämlich genau das, was wir eben hatten, dass ich dann einzelne Leute filme. Ich glaube, das gibt jetzt nur mehr Provokation und Ärger als alles andere. Oder? Ich bleib hier. Ich denke auch. Macht am meisten Sinn, oder? Weil sonst kocht das hier nochmal hoch, die sind dann jetzt weg, die Versammlung ist beendet. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Alles klar. Ja, kein Problem. Wie gesagt, will kein Ärger. Warum? Ich glaube, gleich schlägt hier noch einer ein und dann kocht das hier nochmal hoch. Ja. Das ist nicht notwendig. Alles klar. Berücksichtige ich. Habt ihr gehört, für die Sicherheit, beziehungsweise auch hier, damit hier nichts passiert, mehr großartig. Bleiben wir vom Zaun weg. Aber die gehen gerade wieder alle rein. Geht gleich wieder los. Jetzt kann ich da nicht hin. Du weißt Bescheid, ne? Was? Ja, du weißt Bescheid. Oh, ich weiß. Ja, das steht da. Sag mal hallo. Hallo. Hast du das mitgekriegt, was draußen los war? Ordentlich, sind die schon weg jetzt? Boah, die sind alle weg jetzt. Aber die haben mich quasi, Polizei hat mich zweimal zur Seite geholt. Und siehst okay. Du, also habe ich auch noch nicht, ich war ja in Overath und in Düsseldorf, ne? Ja. So, und da habe ich nur Ärger, aber habe ich halt ein bisschen Beef mit der Polizei gehabt, so, ne? Weil die mich direkt einkassiert haben, weil die ja wussten, dass ich euch filme, in Anführungszeichen. Ja. Und da kam gerade eben eine Polizistin zu mir an, die hat eine Beleidigung wahrgenommen, mir gegenüber, die stand da vor dem am Zaun, ja. Als sie zu mir gekommen hat, gefragt, ob ich Anzeige erstatten möchte. Oh. Aber auch noch nicht erlebt, sowas. Also wirklich, absolut, also ja, wirklich ganz anders. Wirklich ganz anders. Overath haben die dich entsprechend vor. Overath haben die mich mit einem Sixpack abgeführt Richtung Eingang wieder zu euch. Weil die nicht wussten, ob du dazugehörst? Nee, weil die wussten, dass ich quasi die AfD-Veranstaltung filmen möchte. Ja. So, und dann haben die mich euch zugeordnet direkt. Ja. Oder dann haben die mich direkt quasi so gesagt, nein, sie gehören zur, wie auch immer, zur Veranstaltung. Ja. Ne? Und dann haben die gesagt, sie dürfen die Gegendemo nicht filmen. Ja, ja, okay. Ja, die hatten wahrscheinlich Angst vor Stress. Aber ja, gerade auch. Am Zaun, da war jetzt auch gerade noch richtig was los. Also davon mal abgesehen, die haben mich jetzt dreimal vom Zaun, quasi sind die so mit so 3-4 Polizisten, haben sich vor mich gestellt, weil die wohl Angst haben, dass ich irgendwann einen Kopf geschmissen kriege. Ja. Also war schon ordentlich, war schon gut. Ich habe da aber draußen alles aufgenommen und knapp eine Stunde Videomaterial. Ja. Ne, also richtig, puh. Habe ich so auch noch nicht erlebt, aber wirklich nicht. Hier drin gab es keine einzige Störung. Schön, super. Ja, ich hatte mich schon gewundert, weil, dass keiner rausgeführt worden ist. Ja. Ne? Ja, aber draußen war gut was los. Also ich gehe jetzt auch wieder raus, wenn ihr jetzt, weil ich immer noch live bin. Ne? Bist ja. Da ja? Ist der immer noch? Nee, sind jetzt so weit weg. Sind jetzt so weit weg. Aber war auf jeden Fall gut was los, muss man echt sagen. So, es geht weiter. Wir gehen raus. Herr Schmidt. Wir wollten ja, wir hatten auf dem letzten Bürgerdialog mal geredet wegen Interview. Wenn Sie sich daran erinnern. Können wir das auch online machen? Weil ich habe mit dem Herrn Böhringer gestern noch ein Interview gehabt und mit dem Herrn Hess vor 2 Tagen. Dass wir dann einfach die Kontaktdaten austauschen und dass wir dann mal. Meine Karte? Nee, noch nicht. Würden Sie denn auch noch mal Hallo sagen? Ja, also hier in die Kamera. Jetzt geht gleich los. Nur ganz kurz. Ja, klar. Ja, hallo, Eugen Schmidt, MdB von der AfD. Wir machen hier einen Bürgerdialog in Aachen. Draußen ist viel los, nicht nur wegen Wetter, sondern wegen Antifa. Sie haben versucht, da auch so mit Riesenbanner uns zu verhindern. Aber wir machen weiter, ganz souverän für unser Land, für Deutschland. Vielen Dank. Herr Schmidt, danke schön. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.